Hallo und herzlich willkommen zurück zu Vampire's Dawn Folge 36. Ich habe jetzt gerade nach einer wieder mehrtägigen Pause, ausnahmsweise mal nur, nicht mehrmonatig, habe ich ein bisschen gegrindet. Also eigentlich habe ich nach Schwester Miriam gesucht und zwar bei dem Landstrich von Astion. Da bin ich jetzt die komplette Insel einmal abgelaufen und ich bin stolz, euch mitteilen zu dürfen, dass es regnet. Nein, ich bin stolz, euch mitteilen zu dürfen, dass da exakt gar nichts mehr... Da kommen wir gleich zurück. Dass da exakt gar nichts mehr ist. Ich hätte jetzt natürlich auch die Folge da oben anfangen können, weil ich jetzt noch nach Heiltränken gesucht habe, aber ich habe auch da keine gefunden, weil ich nicht mehr weiß, wo man die kauft. Ja, hier. Ich bin einmal die komplette Insel abgelaufen. Jeden einzelnen... Block. Jedes einzelne Feld. Und ich habe nichts gefunden. Nichts, wo man mehr rein kann. Aber ist nicht so schlimm, weil wir haben währenddessen einen weiteren Level gemacht. Fast, also ziemlich genau einen ganzen. Was ziemlich geil ist. Und wir, also ich meine, hier muss ja auch irgendwas sein, ne? Hier ist Teich, hier ist Wald, hier muss ja auch was sein. Guck mal, während ich quatsche, kann ich ja mal gucken. Und mit den Seelen, die wir dadurch bekommen haben, habe ich, schön ordentlich. Guck mal, das sind sogar die gleichen Monster. Das heißt, ich kann die jetzt wieder one-shotten und nochmal ein paar Seelen farmen. Das letzte Mal habe ich ja gesagt, ja, vielleicht sollten wir ein bisschen auf Abwehr gehen. Und ich weiß nicht, welches Pferd mich da geritten hat, ne? Aber es ist natürlich absoluter Humbug, weil... Achtung. Also ich weiß jetzt natürlich nicht, wie das alles skaliert miteinander. Wie die Schadensformeln sind, wie die Defense-Formeln sind. Aber, wenn wir hier mal gucken, Valnar hat jetzt schon 401 Abwehr. Asgard 394 und Elaine 346. Die Abwehr ist der Stat, der am höchsten ist. Das heißt, umso mehr Punkte wir da rein investieren, desto weniger wert ist jeder Punkt, wenn das linear skaliert. Also wenn die Schadensberechnung linear ist. Wenn wir jetzt aber auf bei Valnar zum Beispiel auf Angriff gehen, oder viel besser bei Elaine und Asgard auf Mental bzw. Intelligenz, dann skaliert das viel besser, weil erstens sind wir ja eh die ganze Zeit am AoEen und am Spells casten mit den beiden. Und zweitens ist der Wert ja viel niedriger als der Verteidigungs- oder der Angriffswert. Das heißt, jeder Punkt, den wir da rein investieren, ist viel wichtiger, weil der Stat niedriger ist. Aber das ist trotzdem Elaines Hauptstat, weil sie damit trotzdem am meisten Damage macht. Deswegen habe ich jetzt mal 10 Punkte oder so in Elaine reingeboostet, um sie ein bisschen stärker zu machen. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob das vielleicht so ist, dass das non-linear skaliert. Das heißt, dass dann, wenn ich irgendwie, was weiß ich, 800 Intelligenz habe, dass es bis von 1 bis 800 gleich stark bleibt, jeder Punkt. Und dass danach jeder Punkt entweder stärker wird, wie es in Ragnarok Online zum Beispiel wäre. Weil da ist es so, jeder Punkt ab 99 ist bedeutend mehr wert als jeder Punkt davor. Oder es ist wie in Diablo, dass jeder Punkt weniger wert ist. Versteht ihr, was ich meine? Ha, Schadensberechnungen. Ha, da werde ich ganz zippelig. Zippelig? Zappelig. Oh. So, wir laufen jetzt hier ein bisschen noch... Diese Random-Encounter-Rate ist insane. Ach, und ich hatte ja das die Angst. Ich werde übrigens richtig nostalgisch, wenn ich das Spiel spiele. Ich liebe es. Ich werde auch richtig gut drauf. Richtig gut drauf, Mann. Ich habe ja ein bisschen Sorge vor dem Turm gehabt. Aber wenn ich über den Turm nachdenke, also Abraxas Turm mit den 16 Stockwerken oder was das war, ich habe immer noch ein bisschen Bammel, weil das ist halt unendlich groß, das Dungeon-Ding. Aber wenn wir drüber nachdenken, ist ja Quatsch, dass wir da Angst davor haben, weil wir spielen ja mit dem Fan-Remaster, bei dem es keine Random-Encounter gibt. Das heißt, wir gehen da einfach rein, schnäbbeln so ein paar Gegner weg, erkunden dann den Floor, gehen dann wieder ein Stockwerk nach oben. Ballern da alles weg, erkunden den Floor und gehen ein Stockwerk nach oben. Ballern da alles weg und so weiter. Und dafür habe ich jetzt auch schon entsprechend ein paar Items mitgebracht. Ich habe da mal was vorbereitet, wie man in einer Kochsendung sagen würde. Koch- oder Backsendung. Komm, bring den mal um jetzt, bis er tot ist. Dankeschön. Ja. Wir haben 99 Blutfiolen, 99 Blutflaschen, 99 Bluttränke, 20 Blutelixiere, 99 Wundverband, 99 Heilfiolen, Trank der Ewigkeit 53, Heilflaschen 99, Antikrankheitsserum 99. Wir haben noch ein paar Heiltränke, aber ich weiß nicht, wo man die kriegt, deswegen konnte ich jetzt keine kaufen. Ich habe sie jetzt nicht gefunden.
Ist aber auch nicht so wild, weil dadurch, dass wir quasi unendlich viel Blut generieren können, kann Elaine halt die ganze Zeit auch einfach heilen. Auf AOE. Das ist ja auch gut. So, wir überfallen die jetzt. Wollte gerade sagen, wieso geht das nicht? Ah. Was soll... Oi, was seid ihr? Verdammt, ihr habt euch in eine Fledermaus verwandelt. Na und? Du verwandelst dich gleich in eine Pfütze Blut. Ich meine, wie stark kann der sein? Das ist nur eine Matrose. Fängt an zu bluten. Okay. Ja, habe ich mir gedacht. Schwache Seele, oder? Normale Seele, okay. Ja gut, stimmt. Ich glaube, Menschen haben immer normale Seelen. Hey, deine Verwandlung beginnt. Ask, hier. Walner hat gut gelernt. So, Jo, ihr wollt also hier einfach mitfahren. Weißt du, dass ich euer Ende. Das bezweifle ich, mein Dude. Ich war heute tatsächlich einfach mal faul und bin nicht aufgestanden, um mir was, also einen Becher zu holen. Deswegen bin ich heute ein Flaschenkind. Er hat einfach keinen Mumm. Ihr seid Vampire, sterbt! Okay. Was? 258? Da war ein Crit. Nice, okay. Viel Spaß in der Hölle. Oh Gott, bist so fies und so mies. Ich will diese Truhe untersuchen, oder Kiste. Aha! Das hat sich ja mal nicht gelohnt. 44 Filare. Ich hoffe, hier ist noch irgendwas anderes. Der Cabin. Cabin, mein Cabin. Die Mucke. Ein Eisstaub. Was ist hier drin? Hoffentlich was Gutes. Ein Speicherstein. Ich meine, ist okay. Wäre besser, wenn wir ein normales Spiel würden. Oi, was sind denn für blinde Passagiere? Dafür werdet ihr bezahlen. Nein, der Einzige, der hier etwas bezahlt, bist du. Und zwar dein Leben. Oh mein Gott, was für ein One-Liner. Wow. Wie sieht der denn aus? Na gut, wir schlagen den. Wir eisstürmen den. Wir flammenstrahlen den, damit er blind ist. 66 Schaden ist jetzt nicht die Welt. Ja, das macht mehr Schaden. Resistent gegen Feuer. Er ist tot. Nun, ich glaube, das hätten wir schon viel früher machen können. Und wieder einer weniger. Nun, antiklimatisch ist vermutlich das richtige Wort. Okay, na dann. Bison. Lass uns das Schiff versenken. Gut, gut. Okay, na gut, dann nicht. Ja, das war nicht so spannend, wie ich gehofft hatte. Hier könnte auch irgendwas sein, aber keine Ahnung. Wir gehen jetzt hier nach links und gehen nach Schloss Tranak. Nicht, weil ich den König stürzen will, weil das schaffen wir, glaube ich, immer noch nicht. Auch wenn wir jetzt das richtige Level haben, aber... Ach, das ist die Höhle. Also Mine. Hier ist das Kaff. Ist hier vielleicht der Heiltrankhändler? Weil ich hätte schon echt gerne diese Heiltränke, weil das ist halt schon einfach echt gut. Ah! Ein Gemischtwarenladen. Hallo! Itadashai! Ah! Sind die teuer? Okay, ich schreibe mir Heiltränke nochmal auf meinen Cheat Sheet auf. Was heißt Cheat Sheet? Ich habe mir Notizen gemacht. Mitschreiben ist Schummeln. So, Azran. Heiltrank. Händler. So. Gut. Pop, pop. Halt, was ist das denn da oben? Schmerzmittel, die kaufen wir auch auf. Okay, wir haben jetzt so viele Consumables auf Maximum. Wir sind so strong, ne? Wenn wir jetzt noch irgendwo Vampirsteine kaufen könnten, ne? Ich würde eine Woche lang AFK gehen, um genug Geld zu verdienen. Komm, wir laufen da jetzt einfach mal hoch. Achso. So, und jetzt werden wir nämlich nicht den König stürzen, sondern wir haben ja auch noch eine andere Quest. Wir sollen ja den Priester umbringen. Und wir sollen ja die ganzen Wachen ermorden. Damit wir dann den Händler oben freischalten, oder was das war. Der mächtige Vampir-Artefakte hat oder so. Willkommen, meine Kinder. Preiset den Herrn. Na klar. Ihr klingt nicht gerade überzeugt. Wir sollten... Über Gott! Bleibe, das haben wir doch alles schon. Wir sind wirklich betrübt. Kommt, ich zeige euch den Pfad des Lichts und der Wahrheit. Hören Sie, Pater. Ich bin weder in der Stimmung dazu, noch haben wir Zeit dafür. Ihr armen, fehlgeleiteten Schäfchen. Kommt, wir reden und ich führe euch zur Herde. Also jetzt!
Was mein Freund damit sagen will, ist, dass wir wirklich keine Zeit dafür haben, aber sicher demnächst wiederkommen, um euren Worten zu lauschen. Dafür werde ich beten. Kommt, bevor es zu spät ist. Der Himmel wartet. Babadababidi. Ja, ja, komm. So. Ich glaube, die Quest haben wir angenommen. Ich schaue noch mal kurz nach. Dass wir den jetzt nicht fälschlicherweise ermorden und der das noch gar nicht verdient hat. Wo ist denn mein Menü? Da. Level 38, Level 36, Pater Josh 38, Schwester Miriam, keine Ahnung, wo die ist. Opfer euch. Ja gut, keine Ahnung, wo der Opfer euch ist. Den werde ich wahrscheinlich nicht finden, genauso wie ich wahrscheinlich Schwester Miriam nicht finden werde. Aber ich muss ja auch nicht alle Sidequests machen. Wenn es allerdings passiert, wäre es ganz geil. So, umwandeln. Was zum Gott, steh mir bei. Pater Josh erscheint. Mein Gott, schützt mich. Mich tötet man nicht so leicht, ihr Kreaturen der Nacht. Das wollen wir doch mal sehen. So, ich glaube tatsächlich, das könnte stimmen. Deswegen werden wir jetzt erstmal schön hochwaffen. Flammenstrahl, vielleicht kann man den ja blind machen. Kann nichts mehr sehen, aber es macht auch keinen Schaden. Natürlich ist Weiner nicht... Oh mein Gott, er kann verwirren. Oh nein. Oh nein. Stimmt, gegen Verwirrung haben wir auch immer noch nichts kaufen können. Ne? Das ist hier unten der Erfrischungstrank, aber... Mach mal Giftregen. Mal schauen, ob das Schaden macht. Zaubert starke Heilung. Na, natürlich. Natürlich. Wenigstens machen die Jungs nicht so viel Schaden, wenn sie verwirrt sind. Gut, der Pater wurde vergiftet. Lichtblitz ist bereits verwirrt. Ich muss, falls ich jetzt wipe, wovon ich jetzt ausgehe, müssen wir auf jeden Fall Anti-Verwirrung reinnehmen. Das ist ja mal übelst ätzend. Lass den mal bluten, den Jungen. Sehr gut. Kriegt er zwei Dots. Wir könnten das theoretisch... Wie viel hat der Geist? Das ist ja abgefahren. Fällt in Starre. Ja gut, okay, komm. Da. Gut. Können wir aber easy überwinden. Was war das, der Ring, der... War das der da? Ja, der Reinheitsring. Hätte nicht gedacht, dass man in dem Game so häufig die... Die Accessories tauschen muss. Ist ja Final Fantasy Late Game hier. Ich habe das ganze Game über. Hallo, ich möchte dich umbringen. Gott, steh mir bei. Ja, mir auch. Dankeschön. Japp. So, jetzt wird gebufft. Dann guckt er sich gleich um, wenn er seinen Scheiß macht und versucht uns zu ermorden. Wir spammen Giftregen auf den. Ach so, näher. Ich hab. Das ist okay. Dann machen die halt normalen Damage und sie spammt Giftregen. In der Hoffnung, ihn zu vergiften. Und die zwei machen eigentlich ganz okayen Schaden. Wieso macht der nur einen Schaden? Ach so, weil das schon wieder der Flammenlichtsäbel ist oder so. Ah. Stumm. Der Typ geht mir ganz schön auf den Sack. Kann ich das wegmachen? Ja. Lalalalalalalala. 35. Das ist besser als nix. Aber 115 ist er definitiv mehr. Oh, da kann auch Eissturm casten. Schmeiß mal noch eins auf sie. Ich hätte mit... Egal. Oh Gott. Verstummt. Wieso macht das denn auch stumm, Alter? Das ist doch so frech. Gegner haben voll die starken Zauber. Oh nein, diese Hie! Ich müsste den irgendwie silencen, aber ich kann den nicht silencen. Ich hab dafür nichts. Mehr Frostklingen. Mach mal einen Heal. Bevor du gleich wieder verstummt bist. Crit! Gut, mehr Damage. Du. Ja, heil einfach trotzdem nochmal. Bam. Fängt an zu bluten, gut. Ach ja, der macht ja keinen Schaden. Damn it!
Valna ist verstummt, das ist mir egal. Die zwei dürfen nicht stumm sein. Valna muss Damage machen. Oh mein Gott, jetzt trifft er nicht. Blind stumm. Das ist alles gut so. Eissturm, mach einfach mal. Du machst einen Heilzauber. Damit wir nicht sterben. Dumm ist okay, damit kann ich leben. Eissturm. Nochmal einen Heal. Du musst uns am Leben halten, Elaine. Während wir darauf hoffen dürfen, dass Valna vielleicht eines Tages mal crittet. Angriff. Blut. Trank. Auf Elaine. Elaine Giftring mit hoffentlich Gift. Hey! Hören Sie. Achso, Valna ist stumm. Ist blind. Ups. Stumm und blind. Das ist natürlich doof. Greif nochmal an, vielleicht triffst du ja trotzdem. Antikrankheitsserum auf Valna. Du bist stumm, das heißt, du entstummst dich selbst. Kann wieder sprechen und sehen. Eissturm, okay. Mehr Eissturm, mehr Heilaura. Gut, dass Elaine so schnell ist. Ja! Gott sei Dank, endlich mal ein bisschen Progress. Du bist wohl noch nicht... Du bist wohl nicht wichtig genug, um von deinem Gott gerettet zu werden, du Wurm. 5 heiligen Sand. Naja, die anderen haben bestimmt nichts davon mitgekriegt, nicht wahr? Moment, müssen wir ganz kurz nach Hause teleportieren. Ups. Ups. Da wollte ich nicht hin. Oh, Geld. Da wollte ich nicht hin teleportieren. Ich wollte... Nein, ich habe vergessen, dass ich da noch einen gespeicherten Ort hatte. Ah! Warte, noch nicht. Erst noch einmal heilen. Dann voll saugen und dann zurück nach Thranak. Wir sind wieder da! Und die wollen mich gar nicht umbringen. Geburtstag werden, Schwächlinge, spreche am besten mit. Ich glaube, wir bringen die jetzt trotzdem. Achso, warte mal, bevor wir die alle umbringen. Vielleicht müssen wir die gar nicht alle umbringen. Wäre natürlich cool, aber. Ha, ich habe deinen Dude ermordet. Ah, ich spüre, ihr habt es vollbracht. Die Rache ist mein. Endlich, ich danke euch. Nehmt meine Macht als Belohnung. Dauer der Wolfsverwandlung um 10 Sekunden gestiegen. Nicht mal Erfahrungspunkte bekommen. Oh, ich dachte, da gibt's was Gutes. Ups, falsches Zimmer. Hoppala. Da waren wir im falschen Zimmer. Aber gut, wenn wir den hier dann einfach befreien sollen. Verschlossen. Hallo. Bitte stör mich nicht, ich bin gerade auf meinem Posten. Was machst du denn? Sieht man das denn nicht? Ich bewache die Gefangenen. Lass mich weitermachen. Wäre ja eine Schande, wenn man den umbringen würde. Hey! So, mal schauen, ob der Schlüssel der Wache passt. Ah, Freiland, Menschen sind ja mir eigentlich lieber. Du denkst doch nur ans Essen, oder? Ach, Aska, was haben wir hier? Nix. Hallo! Hey, du bist frei! Wie? Sag das nochmal. Du bist frei! Ich kann es nicht fassen, ihr habt mich befreit! Sieht so aus. Aber wo soll ich jetzt hin? Ich war so lange schon hier gefangen. Zu deiner Familie? Ich habe keine Familie, ich bin schon seit frühen Jahren weise. Ich habe mich mit Stehlen durchgeschlagen, bis ich dann geschnappt wurde. Seitdem schmore ich in diesem Gefängnis. Wieso versuchst du nicht deinen Neuanfang in Shannar? Shannar? Neuanfang? Meinst du, das geht? Wieso denn nicht? Shannar ist eine schöne Stadt, ohne viele Probleme. Zumindest jetzt nicht mehr. Naja, ein Neuanfang ist wirklich nötig. Mal schauen, was ich machen könnte.
Auf jeden Fall schaue ich mich jetzt erstmal in Shanna um. Danke für den Rat. Du willst jetzt einfach aus dem Schloss spazieren? Keine Sorge, ich schaffe das schon. Dann schleiche ich mich noch auf ein Schiff nach Shanna. Okay, wir sollten mal nach Shanna reisen. Vielleicht gibt er uns ja tatsächlich jetzt irgendwelche tollen Belohnungen. Belohnungsels. So, hier ist tatsächlich nichts weiter, aber wir haben den Drachenschlüssel. Vielleicht können wir jetzt die Truhen damit unten auch aufmachen. Das wäre natürlich extrem nice, ein Stein. Und dann könnten wir uns nochmal versuchen, mit dem König anzulegen, aber ehrlich gesagt, Das ist nah. Mach mal nicht. Wir legen uns dann lieber mit dem Turm von Abraxas an. Ups, ah ja, ist richtig. Das sollte wesentlich leichter sein. Hoffe ich. Verschlossen. Oh, ich brauche die richtigen. Die jeweils richtigen Schlüssel. Ich meine. Na, mach mal nett. Mach mal nett. Wir fliegen jetzt nach Shanna und dann fliegen wir zum Turm. Das ist der Plan. In der Nacht geboren, zum Fliegen auserkoren. Auf nach Shanna. Ich weiß übrigens immer noch nicht, warum man sich einen Waffenschmied für Shanna holt, wenn der, oder einen Schmied insgesamt, einen Händler, wenn die gleichen Preise da haben wie bei jedem anderen Kaff. Wenn es da wenigstens dann Rabatt geben würde, irgendwie 20% Rabatt, dafür, dass man die Leute halt gefunden hat, das wäre total geil, aber irgendwie scheint das nicht der Fall zu sein. So. Ich meine, uns wurde gesagt, es gibt hier dann, der gibt uns Vampirrelikte, Vampirartefakte oder so. Meine ich jedenfalls, dass uns das gesagt wurde. Die Musik hier ist so düster. So, der hat nix oder die hat nix. War die nicht die Frau aus Lomba? Ich weiß es gar nicht mehr. Schmetterling, du kleines Ding. Such mir eine Blutfiole. Ach, da ist er. Der betreibt jetzt das Gasthaus. Wie ich sehe, hast du dieses Gebäude übernommen. Ja, es stand leer. Und niemand konnte mir sagen, wo der Besitzer ist. Dann, daher habe ich es einfach übernommen und einen Laden zusätzlich eröffnet. Wollt ihr Tränke kaufen? Klar. Ich habe aus dem Schloss übrigens einige seltsame Mäntel, mitgenommen. Oh. Ah. Guck mal, hat sich erledigt. Heilelixier. Oh. Okay, das ist zum Beispiel ein guter Händler. Also erstmal das da. Schützt zu 60% vor allen negativen Zuständen. Okay, es ist quasi eine Schleife. Das kann weg. Ist ja auch nichts wert. Das kann weg. Das kann weg. Goldrüstung weg. Odos-Rüstung weg. Estario-Rüstung. Rondage. Esper-Schilde. Ja, kann ich mir einen kaufen, ne? Achso, ich habe auch noch... irgendwo habe ich auch noch... Silberbarren, genau, die können weg. Was ist denn so ein Speicherstein wert? Nix. Irgendwas anderes? Ich meine, den werde ich nicht benutzen. Komme ich denn irgendwie... Todeskrallen. Warum sind die denn hier unten? Ja, wunderbar, guck mal. Kommen wir ja doch noch auf 61.000, kann ich mir zwei von den Dingern holen. Ist ja sweet. Eins ist zwei. So 60% vor allen Sachen. Und das ist auch so gut. Davon haben wir im Inventar schon 10. Und jetzt kann ich die einfach benutzen, Alter. Okay, jetzt sind wir ready. Jetzt sind wir ready für alles. Jetzt fühle ich mich sehr stark, warte mal. Mantel des Vampirs. Okay. Das ist ein NSC. Der ist extrem gut. Geil. Mega Turbo, mega nice. Okay. Pass auf, dann machen wir hier einen kleinen Cut.
Ich warte noch mal ein bisschen auf Geld, dann holen wir uns noch einen dritten Mantel davon. Und dann gehen wir in den Turm von Abraxas. Ich freue mich. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge. Ciao.